Wir machen weiter. Viel Vergnügen. Euch allen mit Timberborn hier. Da entsteht gleich ein Bettchen. Wir brauchen auch hier Bretter. Oh, oh, oh. Ein Brett aber nur. Wir wollten eigentlich Bretter sammeln, ne? Die Treppe ist fertig. Hier werden die Bären jetzt abgeholt. Super. Wir sollten dringend dieses Transportteil bauen. Das hier, wo man die 10 Bretter für braucht. Und das möglichst zentral. Hier hin. Von hier aus rennt man dann in alle Richtungen und macht viel. Oder ein bisschen weiter nach unten. Hier so hin ohne Straßenverbindung. Da kann man dann drüber noch ein Lagerhaus zum Beispiel setzen. Da kann man ganz viele kleine Lager hinsetzen zum Beispiel, die schnell gebaut sind und wenig kosten. Nicht so effektiv sind wie die großen, aber dafür einem keine Probleme bereiten. Und da ist der Schlepperposten. Wird er hier? Oh, der wird sogar hier hinpassen. Mit Ausgang nach unten. Ja, können wir auch machen, ne? Weil ob hier unten oder da vorne ist egal. Einmal hier hin. Wie geht's unserem... So, die sind auf normal, Prio. Brauchen dringend Rohrholz. Dann geben wir dem eine deutlich höhere Priorität. Die höchste, die wir haben. Erst das Krankenbett zu ändern. Und dem geben wir die zweithöchste Prio. Hier können wir Leute rausschmeißen. Diese Karottenfelder, dem geht's gut. Einmal... Alle drei raus. Weil die Karotten wachsen auch so, denke ich mal, oder? Liebe Leute, die Leute, die das Spiel kennen, kann man das Krankenhaus, das Bauernhaus deaktivieren und die Karotten wachsen von alleine. Wenn ich persönlich Entwickler wäre, hätte ich das so eingestellt. Aber ich frage euch mal sicherheitshalber. Und jetzt kommen Leute nämlich zum Beispiel zu den Erfindern einsetzen. Drei Leute haben wir übrig. Wir können auch wieder Wasser auf Vorrat sammeln, ein bisschen. Hier, wir können Holz abpacken. Da vorne sind die großen neuen dicken Bäume da. Da würde ich sogar beide für nehmen. Mit dem Förster, dem wollten wir noch neue Bäume setzen, das haben wir eben vergessen. Neue Kiefern, die schön schnell gehen und dann abgehackt werden. Die sind schnell da und können schnell wieder entfernt werden. Und auf Dauer werden die da wahrscheinlich nicht bleiben, aber kurze Wege und so weiter. Ja? Ich würde das sogar einmal hier voll machen. Die werden sowieso irgendwann wieder abgehakt. Erstmal Platz frei für kleine Lager oder für was auch immer. Wir können sogar die Lücken füllen hier. Das ist eine hübsche Idee. Das gefällt mir. Jetzt kommt schnell frisches Holz dazu.
Der Baustelle fehlten Materialien. Der Biber ist verletzt. Susanne wartet darauf, dass ihr Krankenbett fertig wird. Und jetzt, Susanne, hier vorne. Komm, Susanne. Hierhin, Susanne. Ja, so ist gut. Gott sei Dank, Susanne kann sich aufs Krankenbettchen legen und ihre Verletzung kann heilen. Ich bin so zufrieden. Hier fehlen Arbeiter. Der Förster kann nicht weiter pflanzen. Einer fehlt. Jetzt geht's hier bitte wieder weiter. Einer, der bei den Forschungssachen läuft. Schlepperposten. Rohrholz fehlt im Sägewerk. Priorität, aber das ist nur die Arbeitsplatzpriorität. Ich weiß nicht, ob die. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Baupriorität Einfluss auf die Arbeitsplatz darauf Einfluss hat, ob hier unten Bretter hinkommen. Kann nicht alle erforderlichen Materialien bekommen. Achso, weil wir gar kein Rohholz im Augenblick haben. Deshalb. Alles klar. Hin und wieder sterben Biber. Marcel ist an Altersschwäche gestorben. Ja, es tut mir leid. Guck mal hier. Da steht's. Marcel ist an Arbeitsschwäche gestorben. Arbeitsschwäche, an Altersschwäche gestorben. Das eine ist so schön wie das andere, glaube ich. Oder so unschön. Es tut mir leid. Das hat man davon, wenn man Figuren im Spiel nach Community-Moderatoren benennt. Das kann Probleme geben. Ein Bürger, ein Biber, der nichts zu tun hat. Gucken, wo wir den hinpacken. Ist das Lager mit den Bären immer noch nicht? Die Bärenlager sind schon mal wieder alle voll. Der wird einmal. Die Sammlerfahne wird einmal leer gelegt. Die ist auch leer gelegt. Ein weiterer Wissenschaftler. Ein Bürger hat nichts zu tun. Notfalls in den Distrikt rein. Beschäftigt Bauarbeiter. Die schneller bauen, okay. Oh, die ersten Karotten sind bald fertig. Schaut mal. Oh, oh. Ich glaube, wir packen doch wir machen den wieder an mit einer Arbeitsfläche. Mit einem Menschen, der hier arbeitet. Frage im Chat, ist Cool Daddy noch im Chat? Wenn ja, bitte mal kurz die Hand heben, Cool Daddy. Hi Marcel, ja, es tut mir leid, du bist gerade, also nicht du, sondern du, an Altersschwäche. Älter, ja. Ein Marcel Junior wird sich im Chat gewünscht, das können wir machen. Marcel ist wieder da. Alter 29 und arbeitet als Bauer hier vorne. Es ist auch nur ein Feld, aber die weiteren kommen bald dazu. Ich glaube, wir hätten sogar noch mehr Felder anlegen können hier.
Eisbär schreibt, Biber werden nur ca. 13 Jahre alt, in Gefangenschaft ca. 19 Jahre. Also Marcel ist, glaube ich, 19 Jahre alt geworden. Mit anderen Worten, willst du mir damit aufs Butterbrot schmieren? Ich würde Marcel in Gefangenschaft halten. Marcel, kannst du bitte ganz spontan in Chat reinschreiben? Nein, WB hält mich nicht gefangen. Lieber Marcel und alle anderen Chat-Moderatoren, bitte mal kurz in den Chat aus, ehrlich und ohne Aufforderung durch mich, spontan und jetzt bitte in den Chat reinschreiben, nein, WB hält mich nicht gefangen. Jetzt bitte. Wie das dir, du auch, bitte spontan und ohne, dass du dich von mir unter Druck gesetzt fühlst. Jetzt bitte in den Chat reinschreiben, nein, WB hält mich nicht gefangen, bitte. Liebe Grüße an Shari. Sehr schön, wie das denn dir. Weitermachen, nächste Ration. Also, wie das denn dir und alle anderen Mod-Biber leben bei mir sehr glücklich mit Brot und mit Holz und Wasser. Mit Holz und Wasser. Zwei Leute, die nichts zu tun haben. Eieiei, da sind die Leute. Wie viele freie Betten haben wir? Wir könnten mal ein paar Häuschen bauen, damit noch mehr Leute kommen. Ja, hier müssen wir langsam ernten. Ich gucke mir mal die Liste unserer Leute an. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Seht ihr, wie das denn dir? Ich habe das Gefühl, wie das eine Dir hatte, auch gerade ein kleines. Ist auch gerade mal nicht da. Wie das eine Dir kommt zurück. Wie das Junior. Ich glaube, wie das. Ich hatte dich. Ne? Ich glaube, du ebenfalls. Seht ihr eigentlich Shahi? Liebe Shahi, ich hatte auch nach dir ein Biber benannt. Ne? Ich sehe Shahi gerade nicht und habe den Verdacht, es könnte etwas schiefgegangen sein. Alle Chat-Moderatoren, die ich ja genommen habe als Vorlagen für Namen, alle tot. Alle weg. Entsetzenschrei. Regenbogenbiber ist noch da. Ja, da ist Regenbogenbiber. Hier vorne. Regenbogen ist schon 28 Jahre alt. Mit anderen Worten, wenn das stimmt, was eben im Chat geschrieben worden ist, dass Biber normalerweise 11 Jahre oder 12 leben, in Gefangenschaft 19. Und du bist jetzt 28, dann bist du, glaube ich, nicht in Gefangenschaft bei mir, sondern eher in Sklaverei, oder? Weil wir brauchen ja irgendeine Steigerung zu Gefangenschaft. Oder von mir verflucht worden. Oder irgendwas in der Art. Vielleicht bist du auch mittlerweile schon so eine Art untote Gestalt, so ein Biber-Zombie, wenn du durch die Welt wankt, weil ich irgendeinen Fluch auf dich ausgesprochen habe und nur dadurch entstehen die zusätzlichen Lebensjahre hier. Ich benenne Regenbogen mal um in, weil das Alter ist echt heftig. Ein Regenbogen Senior. Anders geht's nicht. Also in dem Alter Regenbogen, tut mir leid. Null Bürger, die nichts zu tun haben. Unser Damm ist fast fertig. Wir brauchen nur 20 Rohholz. Na, wir ziehen hier einen Pfad hin. Der kann aber, glaube ich, nicht genutzt werden. Ich glaube, der war Quatsch. Wasser ist halbwegs da. Beeren sind da. Karottenlager. Schlepperposten ist da. Fünf Leute.
Dann, oh Gott, wie, also ab jetzt können wir auch alle Leute, die nichts zu tun haben, in den Schlepperposten reinwerfen, ne? Mit wem fangen wir an? Holz wird ja weiter gefällt, das ist okay. Zwei Wissenschaftler, wir könnten einen erstmal rausnehmen, Bauernhaus. Zwei Arbeiter, machen, ziehen wir einmal durch. Einen Bauarbeiter rausnehmen. Einmal Schlepperposten auffüllen. Renoxus, danke fürs 31. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir haben mittlerweile so viele Biber und lass uns mal ein bisschen spontan sein, wenn es dich nicht stört, Renoxus. Möchtest du mitmachen? Also im Augenblick machst du mit. Möchtest du als 7-jähriger Biber in Diensten von WB bei Timberborn im Schlepperposten arbeiten und Dinge von A nach B transportieren? Sehr gerne. Gute Einstellung. Sehr schön. Dir werden noch viele Lebensjahre bevorstehen. Also so um die 20 vielleicht. Gucken wir, was wir sonst noch alles haben hier. Azajot. Nochmal danke an Maiskai Ukonen. Ich schreibe einmal Ukonen hin, wenn es dir recht ist. Ebenfalls gerade verewigt worden. Bist du noch im Chat? Maiskai Ukonen? Ist dir das recht oder sagst du, nee, ich will nichts für WB tun? Oh, ein Gebäude braucht Energie. Hier gibt es doch Energie. Hier gibt es Energieprobleme plötzlich. Hier ist kein... Hier fließt kein... Nein, schaut mal. Warum ist denn hier plötzlich keine Energie da? Jetzt ist die Energie wieder da. Hä? Die haben nichts verändert. Hier wurde auch nichts fertig gebaut oder so. Plötzlich war keine Energie da. Habt ihr irgendeine Erklärung dafür? Der Staudampfer hindert das. Welcher Staudampfer? Wir arbeiten noch nicht mit Schiffen hier. Ah, das könnte in der Bauphase des Dammes sein, meint ihr, weil ja gerade irgendeiner irgendwo langgelaufen ist, oder was? Ich sollte abwarten. Ne, das ist schon die ganze Zeit. Also das hatten wir schon vor 10 Minuten. Vor 10 Minuten gab es keine Energieprobleme. Es liegt nicht daran, dass es hier lang fließt. Das ist nicht die Erklärung. Das wäre schon vor 10 Minuten so gewesen. Der Damm senkt nicht den Wasserspiegel. Nein, der Damm hat so einen Überfluss. Das heißt, das geht in Normalzeiten automatisch durch. Also hier vor... Also, ihr müsst selber wissen, ob ihr mir glaubt. Also vor 10 Minuten habe ich das hier im Bild gezeigt und da gab es keine Warnmeldung. Da sah das genauso aus wie jetzt. Alle Arbeiter, die wir zu viel haben, packen wir in den Schlepperposten rein. Ich, wisst ihr was, wir machen mal etwas Wasser weniger, damit das Schleppen mal in Gang kommt hier. Die Höhenstufen, ne? Und die einem angezeigt werden. Ja.
glaube ja, ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Wir haben wieder Nacht. Ich beschleunige mal ein bisschen. Wie geht's eigentlich Susanne? Sie ist wieder fit. Wunderbar. Wieder keine Energie. Plötzlich keine. Aber warum? Es hat sich nichts verändert hier. Warum jetzt ist die Energie wieder da? Ist das dadurch, wie die Biber hier lang schwimmen? Ein Biber schwimmt irgendwo lang und schon kriegt er hier mal Energie, mal nicht. Die Energieleistung geht rauf und runter von der PS-Zahl. Jetzt geht hier oben ein Biber rein. Mal gucken, ob der das verstopft, der Biber hier. Nee, hat keinen. Das hier geht genauso wie vorher. Hier oben, jetzt wird das hier fertig. Und in dem Augenblick, wo der Staudamm fertig ist, geht die Energieleistung sogar weiter rauf. Ich komme da nicht mit. Also die Schwankung kann ich mir nicht erklären, auch nicht durch etwas, was ich gelesen habe. Jetzt ist der Damm komplett fertig hier. Ich hoffe, das funktioniert hier. Ich habe selber noch nie ausprobiert. Ja, ich kann ja so einen Pfad draufsetzen und ich kann ihn nicht ziehen, dafür müsste man noch ein paar mehr haben. So, Dammprojekte abgeschlossen. Was ist das nächste Projekt, das wir machen?